Sie sind definitiv auch heisse Anwärter für verschiedene Auszeichnungen. Der eine ist Schauspieler und Tänzer am Broadway in New York. Der andere ist Balletttänzer an der Pariser Oper. Beides sind Brüdchen und kommen aus dem beschaulichen Boll im Worblental. Der Giuseppe und der Yannick haben den grossen Sprung geschafft und sich einen festen Platz auf den grossen Bühnen der Welt erobert. Nur noch selten sind beide Witz und noch seltener zusammen. Im Moment ist das der Fall. Sarah Loper hat die beiden in ihrem Elternhaus zu Boll besucht und ist auf eine geballte Ladung Talent gestossen. Der eine wohnt in Paris, der andere in Amerika. Ihre Wurzeln sind aber hier zu Boll, in der Gemeinde Vechigen. Die beiden Brüder sind gerne in der Schweiz, ihrem Lieblingsland, wie sie sagen. Und sie geniessen es, zusammen Musik zu machen. Eine grosse Leidenschaft von beiden. Wenn sie zusammen sind, profitieren sie auf ganz unterschiedliche Art voneinander. Er ist überhaupt nicht ordentlich und er muss immer ihm hinterher. Alles wieder schön putzen, schön aufräumen, weil er kann es einfach nicht. Eben, dann lernt er so Sachen von mir. Von älteren Brüdern. Seit Kindsbein tanzen beide Ballett, sowohl der Giuseppe wie auch der Yannick. Die Eltern von ihnen sind auch Balletttänzer, haben sich zu Bern am Stadttheater kennengelernt. Der Yannick tanzt mittlerweile an der Oper in Paris. Der Giuseppe hat jetzt gerade sein viertes Engagement in einem Broadway-Musical in New York. Und seit neuestem spielt er in der amerikanischen Fernsehserie einen schweizerischen Prinz. In dieser Serie, in der ihr mitspielt, ist die Schweizer Monarchie. Ja, genau. Und es gibt ja keine Prinz in der Schweiz, aber dann haben sie so gesagt, we'll make one. We'll make a prince. Wir machen einen. Die Brüder aus Bern, hier im heimischen Tanzstudio, sind auf der Erfolgsspur auf den ganz grossen Bühnen. Für das haben sie viel Opfer gebracht und gekämpft. Ja, wenn man ein Kind ist, will man ja nicht unbedingt arbeiten und etwas machen, was man nicht gerne macht. Also, jedes Kind. Also, ich wäre jetzt viel lieber da spielen oder ja, sonst ich mit den Kollegen sein und sonst etwas machen und nicht tanzen oder arbeiten. Oder ja, aber eben, schlussendlich bin ich wirklich froh. Also, oder Giuseppe. Jeden Tag, fast jeden Tag muss ich eine Audition machen, also das Vortanzen oder das Vorsingen oder das Vorschauspiel. Man sagt, man bekommt eine Rolle für jedes 75 Vortanz. Das machst du, bekommst du eine Rolle. Sagt man so. Vielleicht ist es sogar 200 Mal. Aber es ist sehr, sehr streng. Bei allem Erfolg, Ziel sind noch lange nicht erreicht. Also als Giuseppe würde ich noch gerne in Hollywood. Also nach Hollywood. Und das heisst ein EGOT. E-G-O-T. Ein Emmy, ein Grammy, ein Oscar und ein Tony. Und das wollte ich eines Tages. Absolut.